Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus meiner Reihe Ausgepackt und Angepackt. Für meine kleinen Roboter-Experimente habe ich mich mal nach einem Bausatz umgesehen und ihn auch im Internet gefunden. Nun gab es für genau dieses Paket unterschiedliche Angebote. So habe ich zum Beispiel in der Buchs einige Angebote gefunden, aber alle zu einem unterschiedlichen Preis. Auch bei Banggood habe ich mich umgeschaut und dann den folgenden Bausatz gesehen und bestellt. Falls Sie auch Interesse an dem Bausatz haben, dann benutzen Sie doch bitte meinen Link unten in der Videobeschreibung. Nach 14 Tagen ist das Päckchen dann bei mir angekommen und ich habe es sofort ausgepackt. Es war alles gut in Schaumstoff verpackt, wie man es ja bei den Chinesen gewohnt ist. Und es gab keine Beschädigungen oder fehlende Teile. Alles war vollständig vorhanden. Hier ist die Grundplatte mit den vielen Bohrungen. Damit kann man auch noch weitere Sensoren oder Bauteile ein- und aufbauen. Das fast 3 mm starke Acryl lässt sich auch später noch gut bohren und weiter verarbeiten. Diese beiden DC-Getriebemotoren benötigt man zum Antrieb des Roboters. Als Stützrad liegt dann eine kleine Möbelrolle bei. Auf den Bildern fehlt noch der Steppermotor, der später den Ultraschallsensor steuert. Hier sieht man nun die vier elektronischen Bauteile, die in dem Bausatz enthalten sind. Oben links ist der Ultraschallsensor HCSR04. Daneben oben rechts ist das Treibermodul L298N für die Motoren. Und unten links ist ein Arduino Uno zusammen mit einem Sensorschild in der Version 5. Dann gibt es noch einige Kleinteile, die man aber unbedingt zum Bau des Roboters braucht. Nun liegt aber dem Bausatz keinerlei Beschreibung oder etwas Ähnliches bei. Auch bei Internetrecherchen und auf YouTube ist speziell für diese Zusammenstellung nicht zu finden. Wer da etwas weiß, kann mir das bitte unten im Kommentar mitteilen. Auf der Banggood-Webseite gibt es einen Link zu Informationen in chinesischer Sprache. Es handelt sich aber dabei mehr um technische Informationen als um eine Anleitung zum Bau. Ich habe nun angefangen und bin gerade auf der Suche nach Material und Anleitung. Darüber werde ich in der nächsten Zeit eine kleine Videoreihe machen. Einen kleinen Vorgeschmack dazu gibt es in den folgenden bewegten Bildern. Musik.
Sollten Sie Interesse an der weiteren Entwicklung dieses Projekts haben, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Vielen Dank fürs Anschauen und Salut aus dem Saarland.